Ja, herzlich willkommen zu diesem Digitalk, der ja diesmal auch in den eBMOOC Focus integriert ist. Das ist unser neuer Massive Open Online Kurs, der gestern für die Erwachsenenbildung mit mehr als 1100 Teilnehmern gestartet ist. Mein Name ist Birgit Aschemann von Conedu und ich bin heute Nachmittag zusammen mit meiner Kollegin Beatrice Kogler für die Moderation dieses Talks zuständig. Einen schönen Nachmittag auch von mir. Ja, DigiProf und die DigiTalks sind ja gefördert vom österreichischen Bildungsministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und an dieser Stelle bedanke ich mich gleich mal ganz herzlich dafür. Mein Dank gilt auch schon gleich zu Beginn Karin Kulmer, Martina Linsberger und Bianca Halb für den Support im Hintergrund, den man bei einem so gut und üppig gefüllten Webinar mit all dem, was wir heute vorhaben, gut brauchen können. Schön, dass Sie alle da sind. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich einfach noch ein paar kurze Housekeeping-Hinweise dazu geben, wie das heute genau ablaufen wird. Karin Kulmer hat ja, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, es wird aufgezeichnet. Ja, ich bitte Sie, das eben auch zu beachten. Sie stimmen durch Ihre Teilnahme dieser Aufzeichnung zu und die Aufzeichnung läuft ja auch schon. Und falls jemand nicht zu sehen sein möchte, sollte diese Person jetzt bitte im ersten Teil auch die Kamera ausschalten. Was wir heute machen, ist für uns auch ein neues Format, ja, und zwar ein kleiner Online-Disk-Space und ich darf kurz erklären, wie das funktionieren wird. Wir haben vier Referenten, Referentinnen eingeladen, die kurz einen Beitrag vorstellen werden und sich dann in vier Unterräume aufteilen werden. Und Sie als Teilnehmende können dann in die Untergruppe gehen, wo das passiert, was Ihnen am spannendsten vorkommt. Also Sie teilen sich dann einfach der Untergruppe zu, die für Sie das interessanteste Programm sozusagen bereithält und können dann mit Ihrem Referenten oder Ihrer Referentin 30 Minuten lang einen Mini-Workshop erleben oder Mini-Input, je nachdem. Die vier Personen werden das dann gleich noch vorstellen. Und da ist dazu zu sagen, was in diesen Untergruppen passiert, werden wir nicht aufzeichnen, damit Sie dort in Ruhe und unbefangen arbeiten und ausprobieren können. Wir werden aber manchmal dezent durchgehen und einen kleinen Screenshot machen, damit man im Nachgang allen eBMOOC-Teilnehmenden oder allen Interessierten auch noch in unserer Dokumentation ein bisschen Information mitgeben können, was in den Untergruppen passiert ist. Keine vollständige Aufzeichnung, aber ein paar Screenshots auch in den Untergruppen. Zu sagen gibt es auch noch was zum Thema Teilnahmebestätigung. Sie sind es von uns gewohnt, die als Digitalk-Besucher, Besucherinnen öfter dabei sind. Sie können eine Teilnahmebestätigung bekommen und müssten dafür bitte mit Ihrem echten Namen hier herinnen dabei sein und gegen Ende des Webinars einen kleinen Fragebogen ausfüllen, den wir am Ende noch einblenden werden. Ein Hinweis aber an die Kollegen und Kolleginnen, die über den eBMOOC Fokus dabei sind. Sie brauchen diese Teilnahmebestätigung nicht, um den eBMOOC Fokus abzuschließen, sondern nur, wenn Sie in irgendeinem anderen Kontext Ihre Webinarteilnahme nachweisen möchten. Damit bin ich schon mit den organisatorischen Hinweisen am Ende und wir können, glaube ich, direkt in medias res uns dem Inhaltlichen zuwenden. Und das Inhaltliche sind ja heute neue Bildungsformate für die Zukunft. Und es freut mich wirklich besonders, dass dieses Thema auch so viele Kollegen und Kolleginnen hier auch angelockt hat, sage ich mal. Sehe auch viele bekannte, aber auch neue Namen und Gesichter hier. Es ist ja tatsächlich so, dass einfach veränderte Teilnehmendenbedürfnisse und neue didaktische, mediendidaktische und technische Möglichkeiten uns ganz neue Optionen eröffnen, aber auch nach neuen Bildungsformaten rufen. Besonders jetzt nach der Corona-Zeit, wo viele sich auch an Online-Teilnahmen und flexible Formate gewöhnt haben. Das heißt, Formate, die flexibel sind, die Beteiligung ermöglichen, sind wichtig. Sie sind das Thema heute und dafür konnten wir vier interessante Referenten, Referentinnen gewinnen und Beatrice, ich bitte dich jetzt, unsere Referierenden vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich eben, unsere Expertinnen und unseren Experten für den heutigen Abend vorstellen zu dürfen. Wie Birgit schon gesagt hat, wir konnten vier kreative und erfahrene Köpfe für uns gewinnen, was das Thema Formateentwicklung und Formateerprobung betrifft. Leider mussten zwei von Ihnen sehr kurzfristig absagen aus privaten Gründen. Allerdings haben Sie uns alle Ihre Vorbereitungen überlassen und Ihre Materialien, die Sie für die Sessions geplant hatten. Also können alle Workshops und Sessions wie geplant stattfinden und auch unsere Veranstaltung wird so verlaufen wie angedacht. Birgit Aschemann und ich werden unsere beiden Kolleginnen, die heute nicht bei uns sind, dann in den Unterräumen vertreten. Ich darf nun alle Referentinnen noch kurz vorstellen. Nele Hirsch ist eine von unseren Gästen, die heute nicht bei uns sein wird. Nele Hirsch bezeichnet sich als Pädagogin mit Fokus auf E-Education und betreibt ihr E-Bildungslabor. Sie sagt, in Bezug auf digitale Bildungsformate, Lernen in einer Kultur der Digitalität bedeutet Lernen mit Kollaboration, Entdeckungsfreude und Offenheit. Ja. Auch nicht dabei heute aus gesundheitlichen Gründen ist Frau Marika Rauber. Marika Rauber ist Referentin für Digitalisierung in der Weiterbildung an der Supportstelle Weiterbildung der Qualitäts- und Unterstützungsagentur, Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen, kurz QALIS NRW. Ihr Motto für den heutigen Abend lautet: Bildungsformate der Zukunft sind wie Pfade, die erst entstehen, wenn man sie geht. An dieser Stelle auch noch einmal gute Besserung an Frau Marika Rauber, die es heute eben nicht zu uns geschafft hat. Ich darf aber ganz herzlich bei uns in der Runde begrüßen Frau Cornelia Primschitz. Sie ist Erwachsenenbildnerin und vor allem Bildungs- und Qualitätsmanagerin am Österreichischen Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, kurz BIFEB. Ihr Motto für den heutigen Abend und wenn es um die Formateplanung geht, ist Möglichkeitsräume des Lernens schaffen. Das heißt nicht entweder oder, sondern die Verbindung von bereits Bestehendem und Neuem. Also eine Kombination von all den Möglichkeiten, die man für den Online-Bildungsraum hat. Und schließlich unser vierter Gast ist Herr Gerald Pfabigan. Er ist Projektleiter für digitales Lernen, IKT und neue Medien am Ländlichen Fortbildungsinstitut Österreich, kurz LFI. Und er sagt in Bezug auf digitale Formate, die Digitalisierung ermöglicht neue Lernorte und Methoden. Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Referentinnen, dass ihr heute da seid, beziehungsweise dass ihr Ideen für diese heutige Veranstaltung geliefert habt. Bevor wir nun die Inhalte der Sessions uns genauer ansehen, möchten wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, liebe Teilnehmende. Und dazu haben wir zwei Publikumsfragen vorbereitet. Und dafür übergebe ich wieder an meine Kollegin Birgit Aschemann. Und ich reiche gleich eine Bitte weiter an unseren Technik-Support, die erste Publikumsumfrage bitte gleich einzublenden und bitte Sie einfach alle da anzuklicken und uns einfach mitzuteilen, was Ihr beruflicher Hintergrund ist. Das heißt, in welchem Bereich Sie überwiegend tätig sind, in welchem Bereich Sie überwiegend tätig sind. Und so still und leise haben wir ja die Hypothese, dass das Thema Formatentwicklung wahrscheinlich vor allem Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen anzieht. Und ich sehe schon, dass 80% abgestimmt haben und dass sich diese Hypothese zu bewahrheiten scheint. Wir warten noch ein bisschen, bevor wir die Umfrageergebnisse dann für alle freischalten. Aber ich glaube, jetzt so mit 93% Teilnehmenden, ein bisschen was geht noch, 94, vielleicht mag noch jemand mitstimmen, ja. Aber jetzt sind wir dann so weit, glaube ich, dass wir die Ergebnisse für alle freigeben können. Und Sie sehen, dass wir tatsächlich überwiegend Bildungsmanagerinnen herinnen haben, aber eben auch
fast zu einem Viertel Kursleitende, die das Thema natürlich auch sehr betrifft, neue Formate für die Zukunft. Und 17% haben sich als selbstständig in der Erwachsenenbildung geoutet. Das ist natürlich auch sehr relevant. Ja. Wie schaut es mit neuen Formaten aus? Sehr wichtig, da Bescheid zu wissen und sich vielleicht da einzubringen mit den eigenen Erfahrungen dazu. Vielen Dank dafür. Und anschließend möchte ich gleich mit einer zweiten Umfrage, wo es dann wirklich schon so um Inhaltliches geht und wo wir Sie gern fragen möchten, warum Sie sich denn eigentlich für neue Formate in der Erwachsenenbildung interessieren. Und Sie sehen da auch schon wieder die Frage, wir haben uns da einige Antwortoptionen überlegt. Ist es so, weil Sie eben zuständig sind in Ihrer Einrichtung dafür, weil Sie sich mit neuen Formaten unterscheiden möchten von anderen Anbietern, weil die Online-Lehre so viele Möglichkeiten bietet, weil bestimmte Zielgruppen mit neuen Formaten besser zu erreichen sind, weil die Teilnehmenden danach verlangen oder aus ganz anderen Gründen, wo uns dann natürlich im Chat interessieren würde, welche das sind. Wow. Ich sehe jetzt, ich kann vielleicht schon ein bisschen spoilern, dass ganz viele wirklich sich für die Möglichkeiten interessieren, die die Online-Lehre bietet, also die so auf das kreative Potenzial, das mit neuen Formaten verbunden ist, sozusagen reagieren und anspringen und sich dafür auch interessieren. Das hat momentan die höchste Zahl an Nennungen. Wir haben jetzt 88% Teilnahmen. Vielleicht kann uns noch jemand sagen, was die eigene Motivation ist. Geht vielleicht noch ein bisschen was? Bitte stimmen Sie noch mit ab und sagen Sie uns, was Sie hierher führt, warum Sie sich für neue Formate interessieren und was da vielleicht noch dazu zu sagen gibt. Und ich glaube, jetzt werden wir trotzdem auch die Ergebnisse herzeigen, auch wenn wir noch nicht ganz vollständig sind. Und wie ich schon angedeutet habe, weil die Online-Lehre viele Möglichkeiten für Neues bietet, das ist eine ganz starke Motivation. Ich kann das aus tiefstem Herzen verstehen. Mir und uns geht es auch so. Und natürlich, wenn man in der Einrichtung für die Formatentwicklung zuständig ist und neue Zielgruppen erreichen möchte, ist es eine zusätzliche Motivation. Und wenn die Teilnehmenden danach verlangen, selbstverständlich ebenso. Ja gut, dann danke ich für diesen Überblick. Unser Support-Team hat diese Ergebnisse gescreenshottet. Das geht auch nicht verloren und ist immer gute Information für alle, die jetzt dann inhaltlich was machen, mit zu bedenken, was sie herführt und mit welchem Hintergrund sie kommen. Und wir hüpfen, glaube ich, unmittelbar weiter zum Vorstellen der geplanten Sessions und ich gebe wieder zurück an dich, Beatrice, um das anzuleiten. Dankeschön, Birgit. Ja, sehr spannend zu sehen, was Sie, liebe Teilnehmende, heute zu uns führt und warum Sie sich für die Formate Planung und Entwicklung interessieren. Sie haben jetzt dann anschließend die Möglichkeit, einen Workshop bzw. eine Session von und mit einer unserer Referentinnen zu besuchen, um Ihnen dazu einen guten Überblick geben zu können, worum es in diesen Sessions geht, werden wir diese Ihnen nun kurz vorstellen, beziehungsweise die anwesenden Referentinnen selbst. Darum möchte ich gleich Cornelia Primschitz bitten, die Session kurz vorzustellen und das Thema darin und auch noch ein paar Worte zu deiner Arbeit zu sagen, bitte. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ein herzliches Hallo an alle Teilnehmenden. Danke auch für die nette Vorstellung. Ja, mein Name ist Cornelia Primschitz. Ich arbeite am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Und ein großer Bereich in meiner Arbeit ist eben die Erwachsenenbildung und Digitalisierung. Und ich habe vor 2-3 Jahren eine Arbeitsgruppe auch installiert am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Die nennt sich DICLAB, wo wir 4 verschiedene Vertreter sind von Conedo, von Verde Digital und den AG Bildungshäuser und dem BIFAB, wo mein Anliegen war, oder mein Wunsch sozusagen Expertise und Know-how ans BIFAB zu holen im Themenbereich Digitalisierung und Erwachsenenbildung und dort mit dieser Arbeitsgruppe einen Experimentierraum zu eröffnen mit Laborcharakter. Ja. Wie kann man sich das vorstellen oder was heißt das? Dieser Experimentierraum
Wir schauen, dass wir die aktuellen Themen, Anforderungen, Herausforderungen, die sich einfach gerade jetzt in einer sehr transformierenden Gesellschaft, auch was die Technik etc. anbelangt, aufzugreifen, aufzubereiten und im Rahmen eines Bildungsangebots oder aber auch Austauschmöglichkeit, Dialog eben anzubieten und die Teilnehmenden einzuladen, mit uns gemeinsam im Rahmen dieses Bildungsangebots auf eine forschende Reise zu gehen. Das heißt, was bedeutet das Bildungsangebot für mich? Was heißt das, eine hybride Veranstaltung für mich zu erleben als Präsenzteilnehmer, als Online-Teilnehmer und immer auch mit dieser Forschungsbrille darauf zu schauen und selbst durch das Erleben des Angebots für sich herauszufinden, ob das für meine Einrichtung, für mich persönlich etc. passt. Genau. Das BIFAB ist ein Ort der Ermöglichung. Ja. Wir versuchen, hier neue Themen zu bringen und dies mit denen zu experimentieren. Was ich immer mehr merke ist, und das war auch mein Anfangsstatement, eben Möglichkeitsräume des Lernens zu bieten, aber das mit der Brille, weil Sie auch in der Vorstellungsrunde gehört haben, Bildungsmanagement und Qualitätsmanagement, auch mit dieser Brille. Also neue Formatentwicklung, also mein Workshop, neue Formatentwicklung. Aber was bedeutet das für Bildungsmanager und Managerinnen? Was bedeutet das für uns in einem Bildungshaus? Ja, wir haben immer einen Dreierkontrakt, wo wir sagen, okay, das Bildungshaus, der Referent, die Referentin und unsere Teilnehmenden. Und wo platziere ich jetzt meine Angebote? Wen erreiche ich? Meine Reichweite kann ich erweitern, aber wo verliere ich auch meine Teilnehmerinnen vom Bildschirm, weil das Equipment fehlt, die Rahmenbedingungen fehlen, Skills fehlen. Und wie sollen wir, müssen wir sozusagen in der Erwachsenenbildung darauf reagieren? Daher geht es in meinem Workshop darum, was haben wir alles zu managen, was haben wir alles zu bedenken, wenn wir eine neue Formatentwicklung machen. Ja? Von diesen drei Phasen von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, wenn wir ein neues Format eben anbieten, beziehungsweise Format ausprobieren mit den Teilnehmenden. Und was bedeutet das an Aufgaben für uns als Bildungsmanagerin? Genau. Das motiviert mich auch, meine Arbeit zu machen, neue Formate auch zu entwickeln, um diese Möglichkeitsräume des Lernens und Ausprobierens in dieser transformierenden Zeit auch anbieten zu können. Vielen lieben Dank für diese Vorstellung. Das heißt, die erste Session wird eben so die Aufgaben von Bildungsmanagern und Managerinnen bei der Formateentwicklung beleuchten. Sehr schön. Dann gebe ich gleich weiter an Gerald Pfabigan, wenn ich bitte um eine kurze Vorstellung der Session bitten dürfte und auch ein paar Worte zu deiner Arbeit und deinen Tätigkeiten. Okay, danke für die nette Einleitung. Mein Name ist Gerald Pfabigan. Ich bin Projektleiter für digitales Lernen im Ländlichen Fortbildungsinstitut, mache das seit 2014 hauptberuflich. Und ist ein sehr spannendes Thema. Und wir haben gesehen, voriges Jahr hat es natürlich einen extremen Aufschwung bekommen. Vielleicht, was möchte ich heute zeigen? Ich werde ganz kurz Präsentation, damit man das vielleicht auch sieht, was ich da machen möchte. Ich hoffe, man sieht das gut. Und zwar das Thema, was uns beschäftigt hat, so 2017, 18, Formate, wo man auch was praktisch demonstrieren kann. Und wir haben uns da so ein Format entwickelt, was wir mobile Webinare benennen. Live vom Bauernhof ist sozusagen das Motto. Wir haben doch die Anforderungen, dass man kurze Weiterbildungen anbieten, wo aber die Zielgruppe aus ganz Österreich ist. Ja. Und mit Hilfe von diesen mobilen Webinaren können wir direkt am Feld, im Stall oder im Wald Wissenstransfer anbieten. Wir haben uns dazu ein Wort eingelegt, Farminar, kommt ursprünglich aus Amerika, da gibt es das, aber weil die Bauernhöfe so weit auseinander sind, eher ein Online-Meeting.
Und für uns ist es eindeutig ein Weiterbildungsformat, wo man etwas praktisch demonstrieren kann. Und im Gegensatz zu einem YouTube-Video, das interaktiv ist, die Teilnehmenden können Fragen stellen. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Corona war da sicher sehr ausschlaggebend. Und voriges Jahr war es nicht möglich, Kochkurse anzubieten. Und wir haben da überlegt, wie können wir vielleicht die Küche nach Hause bringen, ein schwieriges Thema. Erstens gibt es sehr viele Fernsehsendungen im deutschsprachigen Raum, die was das sehr hochprofessionell machen. Aber unser Benefit ist, dass die Leute auch mitkochen können und da wirklich dabei sind. Hier verwendet man ein Meeting-Tool, wo auch die Personen mitunter Fragen stellen können, also ist sehr heimelig. Und die große Emotion des Schmeckens geht ja bei einem Online-Veranstaltung verloren. Und hier wird bei Cookinan zum Teil im Vorfeld die Lebensmittel zugesendet, sodass man wirklich live mitkochen kann. Was möchte ich in meiner Session so präsentieren? Ich habe schon kurz ein paar die Begriffsdefinition erwähnt, möchte ein bisschen ausführen, welche Themen eignen sich, wie so ein Ablauf ausschauen kann, Regieplan und vor allem, wie man das mit einfacher Technik, zum Beispiel mit dem Smartphone, das möchte ich praktisch herzeigen, habe schon mich eingeloggt und werde nachher in meiner Session das auch demonstrieren und Fragen beantworten. Das wäre es zu meiner Session und freue mich schon, wenn da Interesse besteht. Vielen Dank. Das heißt, alle, die auch darüber nachdenken, mobile Webinare anzubieten oder zu entwickeln, die können sich hier bei Gerald Fabigan Tipps holen und Informationen dazu, wie man die am besten durchführt. Ja, dann, wie gesagt, haben wir eine Session, die Frau Marika Rauber geplant hat, aber nun nicht selbst durchführen wird können. Birgit Aschemann wird sie vertreten und sie eben nach den Unterlagen von Frau Rauber anleiten. Birgit, wie wird diese Session ablaufen? Was ist da geplant? In dieser Session wird es sehr, werden wir sehr handgreiflich werden. Ja? Das wird eine richtige Werkstatt-Session. Ja? Also da wird es einfach hands-on zur Sache gehen. Es geht tatsächlich darum, Formate in sehr kurzer Zeit nicht zu entwickeln, aber zu verbessern, also zu reparieren. Das nennt sich Rapid Prototyping. Rapid Prototyping ist ja eigentlich, sagt so was wie schneller Modellbau. Wir haben das jetzt mal übersetzt als schnellen Formatbau und hier eben schnelle Formatreparatur. Ausschauen wird das Ganze so, dass wir uns dann dort auf 4 weitere Breakout-Sessions aufteilen werden, die nach Farben benannt sind. Es gibt dann dort auch 4 Padlets, wo eben kaputte Formate sozusagen, defekte Formate, die aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren, vorgestellt werden. Und man hat dann Zeit, aber natürlich nur sehr begrenzte Zeit, in ein paar vorgegebenen Schritten diese Formate zu reparieren. Ja. Und wir werden schauen, wie weit wir kommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir natürlich nicht fertig werden. Also man kann jetzt nicht gut in 30 Minuten ein Format sozusagen entwickeln oder reparieren. Aber auch wenn wir nicht fertig werden, werden wir da einfach ein gutes Gespür dafür bekommen, wie diese Methode funktioniert. Und vielleicht mag dann der eine oder die andere die Methode für sich mit nach Hause nehmen und im eigenen Kontext ausführlich und mit mehr Zeit anwenden. Sehr schön, danke. Also hier ein Formate-Reparieren-Workshop von Frau Marika Rauber. Auch Nelly Hirsch hat einen sehr praxisorientierten Workshop vorbereitet und sie hat uns eine Videobotschaft zukommen lassen, in der sie den Ablauf der Session selbst erklärt und sie hat auch den gesamten Workshop per Video aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie diesen Workshop wählen, dann werden Sie unter Videoanleitung von Nelly Hirsch arbeiten. Also quasi ein asynchroner Workshop von Nelly Hirsch. Aber schauen wir mal an, was sie da geplant hat. Recording in progress. In meinem Workshop geht es um Design Thinking. Ich möchte euch herzlich einladen zum Experiment, wie man Design Thinking für die Entwicklung von innovativen Lernformaten verwenden kann.
Und ein Experiment ist das gleich in mehrfacher Hinsicht. Erstens, wir werden tatsächlich ganz praktisch. Ihr seht hier schon die Umgebung mit dem Timer und den verschiedenen Phasen, die wir durchgehen werden, auch verschiedene Impulse, die ihr dazu kriegt. Also ihr sollt tatsächlich ganz konkret was machen und am Ende mit einer Idee für ein Lernformat hier rausgehen. Zweitens Experiment, wir haben ja tatsächlich nur 30 Minuten Zeit. Normalerweise mache ich Design Thinking Workshops eher so mindestens über einen Tag oder also aller mindestens über einen halben Tag. Jetzt also in 30 Minuten, da wird dann hier unten die Zeit laufen und nach einer halben Stunde ist eben sozusagen einfach Schluss. Drittes Ding, warum es ein Experiment ist, ich selbst bin ja überhaupt gar nicht dabei, sondern habe das asynchron aufgezeichnet und ihr macht jetzt sozusagen zeitversetzt mit und kriegt die ganzen unterschiedlichen Aufgaben. Und ob das klappt, ist tatsächlich auch was, was vielleicht auch für euch spannend ist, mitzubekommen, wie man auch auf so eine asynchrone Art und Weise Lernangebote gestalten kann. Ihr braucht keine Vorkenntnisse. Ihr seht, dass ich hier an der Seite die verschiedenen Phasen von einem Design Thinking Prozess so kurz angeteasert habe. Da werde ich dann auch einmal durchgehen und die im Einzelnen vorstellen. Also da gibt es auch ausreichend Informationen dazu. Und ihr braucht auch keine eigenen Materialien jetzt. Bei mir liegt hier ganz viel. Ich habe hier so eine kleine Spirale oder auch Kuscheltiere oder eine Flöte, also alles Mögliche. Das brauche aber erstmal einfach nur ich und zeige euch das dann in die Kamera. Was ihr braucht, ist Papier, auch so einen ganzen Stapel Papier und einen Stift. Ihr könnt auch gerne mehrere Stifte und Buntstifte besorgen, aber das ist alles. Ansonsten braucht ihr nur quasi den Bildschirm, wo ihr dann nachher in dem Breakout-Raum seid. Ich bin sehr gespannt, ob es klappen wird und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, wenn ihr euch entscheidet, diesen Workshop zu machen. Ja, so viel von Nele Hirsch. Also ein interaktiver Design Thinking Workshop, asynchron aufgezeichnet, würde sie hier erwarten. Ja, Sie haben jetzt die Qual der Wahl, sich zu entscheiden. Einmal Bildungsmanagement bei der Planung von neuen Formaten, dann die Live-Webinare, die Online-Führungen von und mit Gerald Fabigan, dann das Rapid Prototyping, also das Formate reparieren von Marika Rauber, aber mit Birgit Aschemann und dann, wie gesagt, der Design Thinking Workshop von und mit Nele Hirsch und ich werde Sie in den Unterraum begleiten. Und wenn Sie selber in den Unterraum gehen möchten, gibt es dafür jetzt noch eine Anleitung. Ja? Wir werden ja die Räume nicht sofort eröffnen. Es dauert noch ein bisschen, also müssen wir noch ganz kurz zuhören, bitte, um sich anzuschauen, wie Sie eben selber auch in den Raum kommen. Sie werden das wahrscheinlich eh schon kennen, aber für die, die es noch, für die es noch nicht kennen, ich hoffe, Sie sehen jetzt die Anleitung. Kurzes Signal, bitte. Sehen Sie die Anleitung? Ja, danke schön. Für die, die es noch nicht kennen, Sie sehen das Steuerelement dafür bei den Breakout-Sessions. Wenn Sie mit der Maus drauf zeigen, können Sie hier diesen Räumen beitreten und dann einfach dorthin gehen, wo Sie hin möchten. Ein bisschen der Tücke liegt noch im Detail. Wir sollten uns nämlich trotz unserer hohen Teilnehmendenzahl einigermaßen gleich aufteilen. Ja, es wäre sehr vorteilhaft, wenn nicht alle in den gleichen Workshop stürmen würden. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, wenn Sie sehen, da sind jetzt schon sehr viele Personen in einem Raum und möglicherweise hat der Referent oder die Referentin schon eine Folie eingeblendet, Achtung, es wird ein bisschen voll hier, dann haben Sie da unten auch die Möglichkeit, einen anderen Konferenzraum zu wählen, also direkt in einen anderen Raum zu hüpfen oder den Raum zu verlassen. Dann kommen Sie zurück in den Hauptraum. Da wartet immer jemand von uns und wird dann Sie weiter begleiten. Die Symbole sind erst dann sichtbar, sobald wir die Räume eröffnet haben. Danke für die Ergänzung im Chat, Karin. Genau, also diese Möglichkeiten werden Sie dann haben, sofern Sie eine einigermaßen neuere Version von Zoom haben. Ich glaube, ab Jänner 2021 ist diese Möglichkeit eingespielt worden und seitdem können Sie einfach zwischen den Räumen selbstgesteuert navigieren. Im Hauptraum sitzt immer jemand und hilft. Für die Arbeit in den Untergruppen ist es schon vorteilhaft, wenn man eine Weile im gleichen Raum bleibt. Ja. Also
das Hüpfen zwischen Räumen könnte dort schwierig werden, wo man sich einfach auf wirklich den Inhalt einlassen sollte. Das ist eigentlich überall der Fall. Und dort besonders, wo man in der Praxis-Workshop zusammen mit Kollegen und Kolleginnen schon begonnen hat, an irgendwas gemeinsam zu arbeiten, da ist natürlich das Wechseln zwischen den Räumen dann schwierig. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ich möchte eigentlich in alle Räume oder in mehrere Räume, dann schauen Sie sich bitte im Nachgang, ja, ich kann Sie verstehen, ich würde mir ja gerne aufteilen, ja, ich sehe Sie nicken, ja, dann schauen Sie sich doch bitte im Nachgang die Aufzeichnung an. Wir zeichnen, wie gesagt, nicht alles auf, aber wir geben Einblicke in alle Räume durch die Screenshots, die wir jetzt machen werden. Gut, also insofern sind alle Workshops später verfügbar, aber halt nicht vollständig, weil wir sie auch unbefangen arbeiten lassen möchten in den Unterräumen. Gut, also eigentlich denke ich, kann es losgehen. Wir brauchen noch eine kurze Abstimmung, was die Zeit betrifft. Wir sind nämlich ein bisschen schneller, als wir das eigentlich gedacht hatten. Wir könnten uns theoretisch, und das machen wir jetzt so in einer offenen Konferenz, Beatrice und bitte vielleicht auch ein Support-Team und die Kolleginnen, die in den Räumen arbeiten werden. Was haltet ihr davon, wenn man nicht eine halbe Stunde, sondern länger, 40 Minuten in den Räumen verbringen? Wie würde das ausschauen? Frage. Finde ich gut, ja. Ja, du findest es gut. Gell? Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ja? Wir könnten schon wirklich für den Support, ist das auch soweit okay, alle auf Go. Dann können wir uns einfach in den Unterräumen ein bisschen mehr Zeit lassen und eine Dreiviertelstunde in den Unterräumen arbeiten. Und das werden wir jetzt so machen. Und 5 Minuten, bevor es wieder Zeit ist, zurück in den Hauptraum zu kommen, wird unser Support uns eine kleine Nachricht schicken, dass in 5 Minuten zum Abschließen ist. Und bis dahin geht es schon los mit dem Aufteilen. Und ich werde jetzt einfach einmal selber schon, sobald du, liebe Karin, das kannst jederzeit bitte tun, die Räume gestartet hast, selber schon vorausgehen in den Raum Rapid Prototyping. Bis später.
wenn ich das richtig sehe, dann sind wir wieder alle so weit auf Go, dass wir in der Großgruppe weitermachen können. Und ich würde einfach gleich einfach so in aller Kürze zusammenfassen wollen. Gelingt uns das? Jetzt so meine Frage auch, Beatrice, Cornelia, Gerald, gelingt uns das, ich schaue auf die Uhr, eine Minute zu sagen, was das Wichtigste im eigenen Raum war? Ich kann vorausstürmen und in einer Minute fürs Rapid Prototyping sagen, hatte ja eine relativ kleine Gruppe, die wieder in Teilgruppen gearbeitet hat. Und hier gab es große Zufriedenheit mit der Methode des Rapid Prototyping, weil es doch eine hohe Struktur ist und gleichzeitig ein hoher Zeitdruck und sich das sehr gut eignet, um einerseits schnell einen Transfer in den digitalen Raum in einem Format zu ermöglichen und andererseits auch neue Formate zu testen. Und auch ausreichend über Hypothesen nachzudenken, warum einmal ein Format vielleicht nicht mehr funktioniert. Also da gab es ein Voting fürs Rapid Prototyping nach der Methode von Marika Rauber. Das ist so die Zusammenfassung aus unserer Gruppe. Ja, auch bei mir, bei uns mit dem Video von Nelly Hirsch war der Zeitdruck ein Thema. Die Teilnehmenden hatten ja doch 3 Minuten, 1 Minute Zeit, um gewisse Aufgaben zu erledigen. Das Feedback war aber durchwegs positiv, weil die Teilnehmer gemerkt haben, ja, einfach durch diesen Zeitdruck, da muss ich einfach produktiv werden und ich muss einfach meine Ideen zu Papier bringen. Und im Nachhinein haben die Teilnehmer auch gemeint, ja, dazu sind sie eben bis jetzt nicht gekommen. Und einfach durch dieses Timeboxing, haben wir es dann genannt, hat man dann die Ideen zu Papier gebracht. Auch oft Ideen, die man schon im Hinterkopf hatte. Und jetzt war eben einfach die Zeit gekommen, um diese mal auszuführen und niederzuschreiben und ein bisschen weiterzuentwickeln. Unglaublich, es waren nur 30 Minuten und viele von uns wissen, dass sie unter Zeitdruck sehr gut sind, ja, aus dem Alltag, ja, Last-Minute-Producer sind, glaube ich, 60-70% der Bevölkerung, habe ich einmal eine Statistik gelesen, und trotzdem macht man sie dann ja normalerweise nicht, ja. Wir machen gern Zeitdruck für Sie, wenn Sie wollen, in künftigen Webinaren, aber das nur am Rande. Gerald, magst du vielleicht weitermachen? Kurz, ja, eine Minute. Wir haben uns kurz die mobilen Webinare angesehen, wo wir die einsetzen, was man damit machen kann, was man alles dazu braucht. Und wir haben es, das, was mich besonders gefreut hat, auch geschafft, dass wir über Smartphone direkt in unsere Sitzung sozusagen eingestiegen sind und haben auch Einblicke in die Büros oder Homeoffice von den einzelnen Teilnehmern bekommen. Die Technik ist oft sozusagen dienerliche Hürde, aber wenn man das einmal getestet oder ausprobiert hat, geht es eigentlich. Und wir haben auch gesehen, man kann virtuelle Betriebsbesichtigungen, Stadtführungen, also das Format ist eigentlich so breit gefächert, der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt. Ganz toll, das heißt, es ist wirklich ausprobiert worden mit dem eigenen Handy, man muss nicht unbedingt der Gimbal kaufen zum Ausprobieren, sondern man kann einfach einmal drauf loslegen und wenn das passiert ist, dann ist das einfach ein toller Erfolg, dass man das mal erlebt hat. Und Cornelia, du bist nicht fertig geworden, du hast diese ganz intensive Diskussion gehabt. Bitte. Geht das überhaupt in einer Minute? Ja, genau. Geht das in einer Minute? Das Thema geht nicht in einer Minute. Mhm. Bildungsmanagement, Qualitätsmanagement, es ist ein großes Thema. Es beginnt von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung und es sind überall die ähnlichen Herausforderungen, auch der Druck an die Häuser, an die Referenten oder Referierenden, wie an die Bildungsmanagerinnen, und wir haben versucht, einfach hier, was sind so einzelne Punkte des Qualitätsmanagements, aber auch, es sind einfach sehr viele Fragen. Und ich nehme mir absolut ein Format mit, wo ich sage, okay, ich widme mich noch einmal da dezidiert an Bildungsmanagerinnen und Manager für Qualität, weil wir hier noch nachziehen müssen, in dem Sinn, dass wir gut arbeiten können, ja, dass wir in guten Bedingungen arbeiten können, sei es in finanzieller, in struktureller Arbeit und jeder mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hat, beziehungsweise hat und hier viel Austausch auch bedarf. Ja. Eine
Also das war jetzt so in einer Minute zusammengewürgt sozusagen, wo der aktuelle Stand ist. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten auch im Kontext des BIFEP oder anderswo, das weiter zu diskutieren, was so hohe Brisanz hat und wofür wir uns da auch getroffen haben. Und auch das eBMUG Fokus Forum, das sich ja diese Woche auch intensiv noch mit Formaten befasst, ist ein guter Ort, um hier weiter zu diskutieren, schriftlich sich weiter auszutauschen. Bitte, bitte tun Sie das, tut das, kommt dorthin, teilt eure Ideen. Und ich übergebe jetzt zum Ende, um den Zeitdruck noch einmal fortzuführen, an dich, Beatrice, für die letzten Housekeeping-Hinweise. Ja, genau. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank auch an alle Referentinnen. Danke für die Ideen und die Workshops und dass ihr heute hier mit uns allen gearbeitet habt. Ja, wir hoffen, es war für jeden etwas dabei und dass ihr jetzt voller Ideen und Inspirationen sind, um neue Formate zu entwickeln und auszuprobieren. Mehr zu Formaten für die Erwachsenenbildung gibt es in unserem eBMUG Fokus, Erwachsenenbildung im Online-Raum. Sie haben dort auch die Möglichkeit, im Forum Ideen für Formate zu posten, vielleicht jene, die Sie jetzt im Zuge dieser Veranstaltung entwickelt haben, und Sie können sich dann auch Feedback holen von den Kolleginnen und Kollegen. Mehr zu Formaten gibt es auch am 21. und 28. Oktober von und mit Birgit Aschemann und Karin Kulmer in einem Workshop zur Formateentwicklung am BIFEP. Der Link zur Veranstaltung wird im Chat gepostet und auch jener für unseren MOOC, wo Sie sich noch anmelden können, kostenlos. Tja, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung benötigen für diese Veranstaltung, dann folgen Sie bitte ebenfalls dem entsprechenden Link im Chat, füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten dann innerhalb weniger Tage die Bestätigung. Bei Fragen zur Teilnahmebestätigung erreichen Sie uns am besten unter webtalk@erwachsenenbildung.at. Geben Sie uns auch bitte Feedback zu dieser Veranstaltung, die doch etwas Besonderes war aufgrund des Formats. Sie finden auch hier einen Feedback-Fragebogen im Chat. Bitte ausfüllen. Ja, während Sie das Feedback ausfüllen, möchte ich Sie auch noch auf unsere DigiNews hinweisen, unser Newsletter zu digitalen Themen, der einmal im Quartal erscheint. Es gibt ja auch den Link zum Anmeldeformular im Chat. Ja, das war unser erster Digitalk im Rahmen unseres eBMUG Fokus Erwachsenenbildung im Online-Raum. Sie finden die Aufzeichnung, die Dokumentation zu diesem Digitalk in wenigen Tagen auf erwachsenenbildung.at in der Rubrik DigiProf Neuigkeiten. Der nächste Digitalk wird dann schon am 5. Oktober stattfinden, dann unter dem Motto Live-Online-Didaktik, Tipps und Tricks von Profis. Das wird wieder ein Mittwoch-Webinar sein und unsere Gäste sind Anja Röck, David Rötler und Michael Ziereis. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und wir wünschen Ihnen bis dahin eine sehr schöne Zeit und einen schönen Abend. Danke nochmal fürs Dabeisein und danke an alle in die Runde. Auf Wiedersehen.